Und nehmen wir mal die Quest an. Wanderer, ich weiß, was ihr seid. Ich kann mir vorstellen, das hat was mit der Season zu tun, aber. Ich weiß, was ihr seid. Oh Gott, wir müssen ihn umbringen. Er weiß, was wir sind. Berichtet. Er hat mir über Nevesk Bericht erstattet, über das Blut, über eure Vision. Ihr glaubt, ihr wäret gerettet worden. Na, das Blut eines jeden Dämons lebt. Ich glaube, er hat uns angespuckt. Bis nur noch sie übrig ist. Zeit zurück zu spucken. Geht nach Nevesk. Dort werdet ihr die Wahrheit sehen. Okay. Blut der Mutter. Also wir haben hier schon mal Blut. Vielleicht ist das bei mir die Vampiren. Ja. So. Keine Ahnung. Wir haben hier einige Orte noch nicht erkundet. Deswegen wollte ich mal die Hauptstory. Ich wollte die Hauptstory weitermachen, aber da auf dem Weg sind ein paar neue Sachen noch. Ja, ja klar. Also machen wir oder beginnt oder wir gehen da lang. Okay. Ich tue so unsere Route planen. An der nächsten Leiche bitte links abbiegen. Ihr seid gestört und erleidet. Okay. Na dann, ihr brauchst Hilfe beim Rätsel. In Jedi Fallen Order. Beim Rätsel? Ja, ja, das ist nicht wirklich ein Rätsel, aber da in der Stadt von. Ja, das habe ich auch gelöst. Ja, das ist gut. Wir haben ja eigentlich nur irgendwie was noch gefehlt. Also. Ja, du musstest mit den Javas reden, ne? Genau. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, was hat da noch mal gefehlt, ey? Weil das Kabel, das war schon richtig. Ich frage mich die ganze Zeit, was macht der jetzt zum Teufel? Du musst halt nicht irgendwo anders hinstecken. Vor die ganzen Skelette. Na gut. Dann gehen wir mal da lang. Also ein paar Quests auf dem Weg. Wir haben irgendwie 12 Quests. Ein paar von denen müssen wir aus dem Weg räumen. Ja, warum ist. Ich glaube, ein Dungeon immer anders ist, ey. Ich habe das Gefühl, ich habe gegen viel weniger Bosse gekämpft, als ich den hier, den Dungeon mit dem Blutkelch gemacht habe. Ja, zum Beispiel gegen den einen, da weiß ich nicht, gegen den einen Typen, der einen die ganze Zeit mit dem Schwert der absticht, gegen den habe ich, glaube ich, gar nicht gekämpft, ey. Ich kann mich gar nicht mehr an den Dungeon erinnern. Das ist der Typ, der einen mit dem Schwert durchbohrt. Ja. Muss schon etwas genauer sein in der Beschreibung. Aufspießen, also weiß ich nicht, das ist das größte Merkmal von dem, das ist wieder so ein Vampirfuzzi, der tut einen aufspießen. Das Gebiet sieht ja voll verdächtig aus. Ja, ist wie so ein riesiger Boss. Sieht nicht eigentlich verdächtig aus in diesem Spiel. Hast du dich mal hier umgeguckt? Keine Ahnung, dieser eine Fleck hier hat noch so gefehlt hier auf der Karte und da ist irgendwie nur so ein riesiges, okay. So ein riesiges Gebiet, ja. Das stimmt eigentlich. Ja, sonst wäre ja irgendwie so ein riesiger Weltboss irgendwie so. Ups. Was waren das für Geräusche? Oh, das hat's mal diesen. Oh, Truhe. Mein. Naja, wir haben jetzt 7 Tränke. Oh. Ja, weg, ihr blöden Viecher. Die sind, glaube ich, neu, die Viecher, die kenne ich nicht. Spitze der Verehrung, das ist auch mal ein positiver Name. Ja, irgendwie schon. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir hier so was lesen. Sehe der Bösen oben, okay. So viel dazu. Oh Gott, das hat nicht mal 5 Minuten gehalten. Geht weg da, ihr Krümel, ey. Mein Gott. Puh. So, ach nee, über uns ist das. Wer seid ihr denn? Die grünen Kobolde, geht mal weg. Ey. Oh ja, Gott, was zum. Der Stuhl hat sich geöffnet. Was sind denn das für Robin Hood Freaks hier, ey? Sieht aus wie Robin Hood, ey. Ja, wir sind gerade ab und mal lachen. Also, ja. Unsere oberste Priorität ist die Rettung unserer Brüder und Schwestern.
Sobald sie in Sicherheit sind, vertreibt ihr alle Ketzer. Ah, da ist ein Schützpunkt, glaube ich, oder? Oh ja. Hinter den Mauern lauert etwas Natürliches. Sehr geil. Ansehen erhöht. Ah, oh, jetzt habe ich einen weiteren Trank. Ich habe eine Belohnung verfügbar. Ja. Neuen Trank. Kommt wie gelegen gerade. Ja, gehen wir mal da rein, ne? Ganz, ganz mal warten, die Weltstufe ein bisschen zu erhöhen. Ich glaube, wir sind im Moment ein bisschen zu stark. Ja, werden wir ja sehen. Helm-Eigenschaft. Achso, ja. Ich kann eingenommen. Aber das wäre aber der Beweis, dass das Spiel dann, glaube ich, schwerer ist, wenn man zu zweit ist oder mit so. Mehreren. So, da ist schon wieder 54, ja. Boah, ich muss jetzt mal gucken, wie er. Oh, Robin Hood verpisst dich. Oh, die Musik wird laut hier. Ah, oh, Schlange. Hier ist ein Tagebuch. Was? Oh. Habe die Wahnsinn. Ich habe ein Item. Ingovani verfolgt und beobachtet. Scheinen die Kultisten gelernt zu haben, unter den Schlangenmenschen zu leben. Doch sie scheinen lediglich in einer gegenseitigen Kapazität. Oh, Schlangenbeschwörer. Die sind auch neu, oder? Gute Frage, für mich sehen die aus wie Robin Hood alle. Gott, das ist eine Elite. Komm her, du Stück. Oh, wir haben ein paar hier drin. Das muss einen Zweck haben. Ich sollte nach weiteren aus. Da habe ich kaputt gemacht. Cool. Oh. Oh Gott. Ja, ja. Ich mach das. Okay. Im Prinzip, weiß ich nicht, je länger, je mehr Zeit vergeht, desto mehr Schaden machen meine Skelette durch den einen Aspekt. Okay. Sie nur noch am Leben bleiben. Ja, stimmt. Ich habe irgendwie zwei Aspekte, die dafür sorgen, dass die weniger Schaden nehmen, die Skelette. Das passt irgendwie alles ziemlich gut zusammen, ey. Gegen wen kämpft ihr denn da? Wer ist denn da? Also nicht, mein Skelett haben hier in die Ecke geballert, aber was ist denn hier, ey? Weil nicht, wir hatten in der letzten Session hatten wir viel mit Schlangen zu tun. Ja, stimmt. Schlangen und Spinnen. Ich bin auch nicht bereit. Genau, das war letztes Mal, was wir gemacht haben in der Story, diese riesige Schlange. Heute haben wir Schlangenkultisten. Ich bin so 3-4 Feuerbälle ja voll einen Kilometer weit entfernt abgeschossen. Ja, wo sind denn ja noch ein paar Schlangen auf? Schlangenauge. Ich
stampft darauf. Von hier aus abschießen. Auf der anderen Seite sind Gegner. Ich sehe überhaupt keine Gegner hier bei mir. Ja, okay. Sind gerade runtergelaufen. Okay. So. Ja, ein so ein Auge müssen wir, glaube ich, noch finden. Aber oh, jetzt eins. Das übersehen. Schlangentür überlebt den Anstoß der. Ich hatte ja solche Angst. Ey. Boah. Die Tür erstmal geöffnet werden. Ey. Tisch. 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 Das macht mich rein. Ich muss warten. Hast du wieder rausgeschubst, ey? Also, das ist so ein Feld, ne? Ah. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Ich hab den Haufen gesehen, da muss ich einfach rein. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Hm. Nein, aber noch ein Tank. Tun wir uns überhaupt die Tränke erteilen, die am Boden liegen? Gute Frage, bezweifle ich eher. Ich glaube, jeder hat seine eigenen Tränke. Ja, da liegt zum Beispiel ein Trank, ne? Oh. Hier bei mir. Bei mir liegt ja nichts. Bei mir liegen hier zwei. Ah, okay. Ich bin schon gewundert, wenn einer von uns einen Trank benutzt und einen Trank am Boden einsammelt, ob der anfängt. Das steht mir gerade noch, dass du mir die Tränke wegnimmst, ey, Verfressener. Das ist wahrscheinlich damit angespielt, dass ich nicht gegenseitig an die Kehle gehen, um sich um den scheiß Tränke zu drehen. Ja. Oder das einfach nur Nebenpunkt gerückt, weil jeder in seiner eigenen Welt lebt, ey. Ich bin noch nicht. Die lassen irgendwie nichts Gutes fallen, ganz ehrlich, die Gegner hier. Die lassen irgendwie gar nichts fallen bei mir. Ja, das meine ich, genau das meine ich. Ich frage mich gerade, wir sind hier jetzt noch nicht in der. Sind wir eigentlich schon in dem Stützpunkt? Ja, nehme ich an. Müssen nach oben jetzt gleich noch hin. Lampische. Ich bin noch nicht bereit. Nein, die haben meine Gabel abgebrochen. Was haben die abgebrochen? Meine Gabel. Ist sie jetzt kaputt? Ist sie jetzt ein Dreizack? Ja, meine Lanze ist ein Dreizack. Oh, hier ist auch noch ein Dicker. Und da ist ein Schrein von Lilith auf der rechten Seite. Verpasst irgendwie meinen. Du hast irgendwie voll gut hier. Mein Lebensraubangriff ist ein Dreizack, der aussieht wie eine Gabel. Ja. Ja, eine Gabel hat hier jetzt Erde. Oh ja, Lilith. Ja. Oh, noch ein Quartier. Hm. Ich frag mich nur, weil der irgendwie bei mir der rote Zeichen da ist, ein bisschen weiter irgendwie da hinten.
Ja, das ist hier irgendwo. Stich. Boah, der Scheinwerfer sind auf mich. Ich weiß nicht, ich habe alle meine legendären Sachen zweimal abgegradet. Bevor ich in den Dungeon gegangen bin. Ah! Das hat schon mehr. Und der hat dicke Schaden auf einmal. Ich habe nicht genug Boot. Noch ein Riesenschwert, Daniel. Wir auch nur legendäre Sachen haben. Noch ein paar goldene. Ich habe nicht mal darauf hingearbeitet, ey. Wir haben nur noch zwei Sachen gefehlt, habe ich die eingesammelt, ja. So. Und hier ist irgendwie das machen müssen. So. Ja, wenn wir mal schnuppern. Ja, auch ein Hallo. Boah. Einfach zurück. Einfach zurückgestürmt. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Ne, Schützen da. Wir machen hier nichts. Epic Boss Battle, yay! Aua. Ich muss mal. Ja, okay, wir sind halt schon ein bisschen stark, ne? Oh, ein legendärer Ring. Oh, legendärer Kopfschutz. Der sieht sehr komisch aus. Ich habe schon einen legendären. Aber der ist besser. Basisfähigkeiten verlangen. Schade, wenn du eine aktive Barriere hast, besteht eine Chance. Da kann ich halt nichts mit anfangen mit der Barriere. Ich habe keine Barrieren. Man hat plus 25 mehr Verteidigung. Das macht's halt schwierig. Plum Birch. Dann machen wir wieder Bingelingeling. Das wird schwer, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt in Zukunft Sachen austauschen werde, weiß ich nicht. Weil ich mag im Moment die Sachen, die ich habe. Oh, Stufe 53. Nice, ich bin auch kurz drauf. Wieso hab ich, was? Wieso bin ich denn schneller aufgestiegen als du, was? Ja, du hast ja diese eine Dungeon auf Screen gemacht. Ah ja, okay. Ja, bei mir ist die Truhe hier irgendwie die ganze Zeit am Leuchten auf der Karte. Das ist Beutetruhe, das ist, weil deine alten Sachen noch da drin sind, weil eine neue Saison angefangen hat. Okay. Kann ich ja nicht mehr benutzen, aber... Die musst du einmal rausnehmen und dann wieder reintun. Oder so. Danke. Also nicht. Das hatte ich auch. Da steht jetzt alte Saison oder so. War, ne? Ja. So, nein, ich will da reinpacken. Ich hab da einfach alles. Ich hab da nicht viel da drin, ganz ehrlich. Das ging bei mir ganz schnell. Aber ich weiß auch nicht, wie viel du da wieder drin hast. Bin nur noch ein bisschen verwirrt, wie das mit dem Edelstein herstellen geht, irgendwie. Irgendwie schaffe ich jetzt nicht, irgendwie meine Sachen in die Truhe reinzupacken.
Und wenn ich gerade zu blöd hat. Du meinst halt noch mal rein tun. Wie tut man Sachen in die Truhe rein? Ja, man kriegt da gerade nicht hin. Nur Entnahme. Oh. Bis zum Ende der aktuellen Saison, bei Beginn der neuen Saison gehen sämtliche hier zurückgelassenen Gegenstände verloren. Okay. Ja, Lizard. Ach, ich muss das jetzt alles da rein tun und dann in die andere Truhe reinpacken. Ja, im Prinzip schon. Ah. Mein Gott. Na gut, dann tue ich mal meine Edelsteine hier raus. Möchte ich einfach in die nächste reinpacken, statt den aufzunehmen. Meine Herren. Ich sagen, genau, ich habe irgendwie das mit dem, wie man Edelsteine herstellt, nicht ganz verstanden. Weil da steht irgendwie, was du brauchst, um Edelsteine zu machen bei dem Typen. Also, aber da steht als Materialien, du brauchst Edelsteine, um Edelsteine herzustellen. Ja, du brauchst irgendwie so geringere Edelsteine, um stärkere herzustellen, glaube ich. Was irgendwie so, okay. Weil nicht so drei schwache Edelsteine oder kleine Edelsteine, und dann kannst du irgendwie einen dickeren herstellen, der, ich nehme an, besser ist dann. Hm. Die muss alle in bessere umwandeln oder so, keine Ahnung. Ich habe das noch nie gemacht hier, aber so auf den ersten Blick sah das irgendwie so aus. So. Ob wir hier einen Wegpunkt bekommen, cool. Ob Kultisten oder Kreuzritter. Dieses Dorf wird wohl nie wieder uns gehören. Haben wir wieder zwei neue Quests hier. Hexenwasser. Irgendwann müssen wir weiter hier diese Dungeons alle machen hier. Ja, irgendwie schon. Ne? Dann kriegen wir wieder Aspekte. Ja, ich will erstmal die Story ein bisschen weitermachen. Du kannst sie sogar irgendwie, wenn du ein bestimmtes Aspekt suchst, auf der Karte irgendwie markieren oder so. Ja, können wir ja machen. Müssen nur gucken, wie man das, wenn er drauf geht und hat sich anguckt, da steht da, die Pfeile von Sperrfeuer haben wir jedes Mal. Ja, okay, da steht aber, man bekommt hier Verwendung einer Fähigkeit mit Abklingzeit steht 15 Mana wieder her, nur Zauberer. Ja, wenn wir irgendwie was für Barbaren oder Totenbeschwerer sehen, dann können wir mal da reingehen. Ich tue mir ja nur bis zum Ende hier so aufsparen, damit wir noch was zu tun haben, so nach der Story. Ja, damit er nicht zu einfach wird hier auch. Wir sind in die Höhle vor dem Lager gegangen, um die Kultisten zu vertreiben. Aber es waren so viele. Darren wurde überwältigt. Es waren so viele. Ich konnte nicht zu ihm vordringen. Ich hätte nicht gehen dürfen. Es waren, glaube ich, drei Stück. Ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll. Wenn ihr ein Stück von ihm findet, bringt es mir bitte. Ich habe nichts. Hat den bloß vom Feuer fern. Ich habe keine Lust mehr zu leben. Geh weg von dem Feuer, Kollege. Sagen, ist das schwerer Survivor als Fallen Order? Ich finde schon, bis jetzt. Dieses Lager zu, also allein schon ein aussichtsloses die beiden Rankers, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Muss ja nicht, wenn du nicht willst, ne? Nee. Aber ich hab's geschafft. Wir haben einen Großteil der Toten geholt. Aber nicht auf Großmeister, also ist das auch nicht so toll. Ja, ich müsste den Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich auch runterstellen für die beiden. Aber Daniel, oder du tust einfach nur besser werden. Ja. Das hast du selber gesagt, Daniel. Ich kann nicht verstehen, warum Leute so lange an einem Boss-Fest sitzen. Werdet einfach besser. Aber die verbleibende Garnison hat für mich Priorität. Bitte helft mir. Habe ich doch mal so gesagt. Jäger, die dir im letzten Part in den Arsch getreten haben. So, hier haben wir zum Beispiel
Wir haben eine Dungeon mit Totenbeschwörer. Eure Opferboni sind um 15% erhöht. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Hier ist ein Aspekt hier. Das ist ja gegenüber irgendwo. So, da rein. Ja, warte, ich rede gerade mit dem Typen hier. Also. Was war der Effekt, Opfer? Euer Opferboni sind um 15% erhöht. Ja, das ist für den Totenbeschwörer, aber ich benutze Opfer nicht. Okay. Opfer ist zum Beispiel sehr interessant. Das ist, wenn du einen Totenbeschwörer spielst ohne Soldaten. Du kannst nämlich eine Option auswählen. Ja, das irgendwie stärker ist. Das ist ein kleiner Austausch. Du kannst dann diesen Soldaten nicht mehr beschwören, bekommst aber Boni dafür. So als Kompensation. Ja, du kannst die dann nie wieder beschwören, solange der Opfer aktiv, solange du da aktiviert hast. Das heißt, du spielst dann praktisch ohne Soldaten. Aber dafür machst du mehr kritischen Schaden und sowas. Ja. Aber ich benutze das nicht. Ich mag meine Soldaten. Nach Opferboni wird dann bedeuten. Keine Ahnung. Ja, je nachdem, weil wenn ich Skelettmagier opfer, bekomme ich diesen Boni. Wenn ich die opfere, bekomme ich den Boni. Und die werden dann halt, wenn ich diesen Aspekt mir hole, verbessert. Kriege ich noch mehr kritischen Schaden oder sowas. Die Aspekte musst du in deine Rüstung irgendwie so reinpacken. Na was? Ja, genau, die kannst du in deine Rüstung packen. Musst du aber bedenken, Daniel, du kannst einen Aspekt entfernen und dann in anderen reinpacken. Aber du kannst das praktisch nur einmal machen. Pass mal auf, wenn du jetzt einen Aspekt rausnimmst und woanders reinpackst, nachdem du den reingepackt hast, kannst du den nicht nochmal rausnehmen. Okay. Also das funktioniert, nachdem der eingeprägt ist, also nachdem du den in eine andere Rüstung reingepackt hast, kannst du den nicht wieder rausholen. Oder der kann auch nicht mehr überschrieben werden oder so, der bleibt dann da drin. So ich habe einen Aspekt in meinem Inventar. Ich habe drei, aber ja. Ich habe irgendwie voll viele, wo meine Skelette weniger Schaden nehmen, Schadensreduktion. Ich weiß gar nicht wieso, ey. Locker. Da ist gerade ein Geist auf dem Pferd geritten. So halt auch. Hab ich gesehen. So, aber tun wir nochmal dashen. Also, ich denke schon wieder aus Versehen, ja. Vom Pferd springe. Warte mal, hier alles. Oh, da war auch eine Dungeon. So. Ich würde mal sagen, weiß ich nicht. Einige Effekte tun echt das ausgleichen, selbst wenn die dann schlechter in Rüstung sind. Ey. Was müssen wir hier machen? Finde Annetta. Findet Annetta. Wie heißt denn die Quest überhaupt, damit ich die mal anmachen kann? Vergiftete Herzen. Ich glaube, die ist irgendwo hier in der Nähe, weil ich dir unten reden höre. Im Chat. Was? Was? Oh, hey. Wie geht's? Wie steht's? Machen wir mal das. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ich bin. Ja. Red mit uns, Kollegin. Ich habe eure Halskette gefunden. Anscheinend. Ja, danke. Mir geht es gut. Golias Ritual ist nur erschöpfend. Nur wenn ignorante Gäste, die es gut meinen, damit spielen. Sind die Stimmen schon leiser, Annetta? Ist das die Hexentante? Ich glaube ja. Es tut immer noch weh, wenn sie sprechen. Sie reden alle durcheinander. Ach, haben wir von der nicht schon mal eine Quest gemacht hier? Ja, glaube ich schon. Mit der Mutter, die irgendwie in Asche sich verwandelt hat bei mir. Ja, genau. Irgendetwas entzündet immer noch euer Blut.
Es gibt nur noch eines, das wir versuchen. Siege opfern. Blutritual. Was müssen wir tun? Es ist uralte Magie, die ihr Blut berühren wird. Ja, natürlich. Es wird wehtun, Aneta. Ich hoffe, ihr seid bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Ich werde tun, was nötig ist. Gut. Geht und holt vier aufgedunsene Lebern von den verfaulenden Tieren in der Wildnis. Sorgt euch nicht, ich kümmere mich darum. Können wir nicht irgendwie Blumen mal sammeln? Warum muss es immer irgendwie sowas sein? Ich hätte nichts gegen etwas Gesellschaft, die die Augen offen hält, während ich arbeite. Gut. Sobald ihr fertig seid, kommt zur verborgenen Lichtung östlich von hier. Okay. Na, dann tun wir mal ein paar Lebern sammeln. Wo sind die Menschen? Die haben wir erlaubt, die haben wir ermordet und ihre Leber gefressen. Aus Madagaskar. Okay. Ja, das sind diese Geheimagenten-Pinguine. Ja, ja. Ich habe nur die Serie geguckt. Ja, das ist am Ende des ersten Films irgendwie. Wo seid ihr, weil sie mit einem Boot ankommen, mit einem riesigen Schiff? Wo sind die Menschen des Schiffs? Die haben wir ermordet und ihre Leber gefressen. Ich da. Hier drüben was. Hast du eine Leber irgendwo gefunden? Das ist schon wieder so ein großes Gebiet hier. Okay, eine habe ich anscheinend. Ich irgendwie auch, okay. Ja, diese Fliegen haben bestimmt Leber, ne? Ja. Totenbeschwörer in der Dungeon. Solange Armee der Toten aktiv ist, erhalten eure Diener 70% Angriffsgeschwindigkeit und allein 90% weniger Schaden. Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch schon ausgerüstet. What? Ja. Der Armee der Toten, das ist meine Ultimate. Was ist das dann hier? Hat wir ja freischalten. Was? Dasselbe, das habe ich schon. Das ist ein Aspekt. Den habe ich schon in meiner Rüstung. Da, wozu muss man dann die Dinger dann ja machen? Um dann irgendwie selber erstellen zu können oder was? Nein, um das Ding zu kriegen. Du kannst das ja immer wieder kriegen, das gibt's nicht mal. Da habe ich nur random gekriegt, weißt du? Aber wenn du den Dungeon machst, kriegst du das garantiert. Ein Gegenstand mit so einem Aspekt oder was? Hä? Bestimmten Gegenstand mit diesem Effekt oder was? Ja. Ich dachte, wir müssen irgendwie was freischalten, irgendwie so, um hier reinpacken zu können. Nö, du kannst einen Aspekt überall reinpacken in legendäre Sachen. Dann verstehe ich das irgendwie noch nicht. Ich glaube, du kannst Aspekte nur in legendäre Sachen reinpacken. Ja, aber wenn wir unter Sammlung gehen, dann haben wir da auch so Dinger hier. Ja, das weiß ich nicht, was das ist. Ja, also irgendwas muss das doch hier bewirken, ne? Wenn man die vielleicht irgendwie selber herstellen kann, diese Aspekte oder irgendwie sowas. Das ist eine gute Frage. Sonst bringt es ja nicht irgendwie die Dungeons hier alle zu machen, um die freizuschalten, unter Sammlungen. Das ist aber zum Beispiel kein rechter Aspekt. Wo die ganze. Oh. Ich habe meine zweite Leber. Das hast du ja schon. Ihr erhaltet mehr maximale Essenz pro Diener.
Gibt es irgendwie so eine Hilfeoption, wo man irgendwie so nachschlagen kann? Ich bin gerade am gucken. Du gehst gerade wahrscheinlich gerade weiter, ne? Ja, ich stehe gerade. Oh, ich werde angegriffen. Ah, scheiße. So. Oh, die ist schon recht vorne. Was wollte ich jetzt genau? Weil er nicht wieder funktioniert. Ich habe meine ganzen Aspekte aus legendären Sachen rausgeholt. Legendäre Sachen haben ja Aspekte und das kannst du extrahieren daraus. Hm. Das hier funktioniert, weiß ich nicht. Ja, muss da irgendein. Ich weiß nur, ob wir die in Sammlungen freischalten, wenn wir die Dungeons erledigt haben. Aber ich habe das zwar hier in der Sammlung, aber ich kann das nicht auswählen. Ja, also nehme ich mal an, das wird irgendwie für irgendwas freigeschaltet, so dass du das irgendwie selber herstellen kannst oder irgendwie sowas. Da habe ich bis jetzt noch nie. Ich habe noch nie was von Herstellen da gesehen, von Aspekte herstellen, du. Können wir gleich mal gucken. Also so habe ich gedacht, funktioniert das. Weiß ich ja nicht. Aua. Ringenmeister Aspekt Fertigkeiten verursachen bis zu 10% mehr Schaden basierend auf der zur Wirkzeit verfügbaren Präsenz und Meeresbossen. Das reicht. Das ist auch nicht schlecht. Das vielleicht. Ach, sie tut hier die Lebern alle einsammeln. Ach so. Die läuft hier. Die geht hier auf so Schlangen los irgendwie. Auf so tote Schlangen los und dann sammelt die irgendwie die Leber von denen. Da müssen wir keine Gegner besiegen, wir müssen einfach nur tote Schlangen hier finden. Weiß nicht, hast du jetzt auch drei? Ich habe eine. Ja, nein. Da musst du gleich mal hier hinkommen. Bei mir ist hier so eine Schlange und die jetzt habe ich so. Zwei. Ja. Wir müssen mal tote Schlangen hier finden. Ich habe kaum noch Tod. Ich glaube, wir müssen den Gegner hier erledigen. Ich muss warten. Wie sonst auch immer. Ja, was von Verwesten gesagt, also. Wo sind wir denn gerade drin gelaufen? Genau hier. Hier, das war mir was. Ich hoffe, das funktioniert. Dann kann ich nach Hause gehen und Mutter beweisen, dass ich nicht nur eine. Ja, jetzt habe ich drei. Na, und hier ist auch noch eine. Also, die sehen mir verfolgt genug aus. Gehen wir zur verborgenen Lichtung. Oder? Ja, die sammelt. Okay. Hab alle. So. Dann müssen wir da irgendwo rein. Das war die Essen. Also nicht wir, sondern die. Ja. Müssen nur gebraten werden. Wir lösen da ein Pferd. Achso, die reitet darauf, ne? Da sitzt aber keiner drauf. Also ja. Oh Gott. Warum nicht so viel Schaden? Danke. So, verborgene Lichtung. Oh. Oh, wir haben andere Posen. Mach ein paar Posen mit mir. Ja, Full Contact. Wir stehen jetzt nicht mehr so emotionslos da. Ja, jetzt sind wir kampfbereit. Fangen wir an. Wir müssen auch was von dem Gebräu trinken.
Ich schwör. Baller die ab. Wir sind bereit. Gut. Wir sind bereit. Yeah. Ich werde Tier hierher bringen. Und ihr werdet sie beim Altar töten, bis die Schale voll ist. Warum ist mir? Anita, schützt euch so, wie ich es euch gezeigt habe. Anita, oh, Anita. Ich fand dich irgendwo alleine. Go, Anita. Das ist von, wie heißt der nochmal? Boah, keine Ahnung. Ich kenn ihn. Ja, der war berühmt. Florian Silbereisen. Ich werde nicht mehr wieder alt. War Florian Silbereisen? Nein, nicht so weit. Der war schwarz. Also. Sein Sohn war irgendwie ein berühmter Fußballer oder so, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. So ein Scheiß. Ich habe immer damals gesungen, ich fand dich irgendwo alleine. Im Zoo. Ja, ich bin. Ja, Wölfe. Ah, Schlangen. Warum sind hier so viele verschiedene Tiere? Die sollten alle nicht zusammenarbeiten. Würden sich gegenseitig fressen. Oh nein, Daniel, das ist fortgeschrittene Dunkelheit. Sie entwickeln sich weiter. Daniel, die Natur hasst uns so, dass sie sich zusammentun. Hat die jetzt daraus getrunken? Oh Gott, ja, ist die Polizei. 1, 2, Polizei. Was seid ihr? Was? Mein Gott, wir hatten die Asthma-Tante hier eingeladen. Kann ihr auch mit ihm zu kommunizieren? Eure Stimme gegen mich zu erheben. Ihre Seele gehört jetzt den Dämonen. Mach deinen Kohle. Ich habe keine Wut mehr. Jetzt müssen wir schon wieder unschuldige Dorfbewohner umbringen. So eine Scheiße. Da, sie sind tot. Ihr habt diese verfluchte Kreatur zur Welt gebracht. Diese Tode. Da geht auf sie los. Ich halte ihn auf. Oh ja. Ja! Mein Gott, ist der gleiche schnell verbrannt, Alter. Nein! Mutter, hört auf! Okay. Ja, tu mal meinen Familienstreit hier schlichten. Mein Gott, wir können die Hexe da ansprechen und sagen, wer ich habe den flüsternden Baum aufgesucht. Was sollen die, warum erzählen wir der das? Was soll denn der Scheiß? Wer ist der Sumpf? Schurkensumpf? Das ist der Schurkensumpf, meine Fresse. Ja, wir jetzt sind die aber. Ja. Der Daniel braucht so eine Lanze. Der sieht aus wie so ein. Der hat so ein Ritterpferd. Mhm. Das passt gar nicht zu dem Baba. Das ist viel zu edel. Verdammt! Hört auf, gegen mich anzukämpfen! Dein Pferd müsste so ein paar Zahnlücken haben. Her und so fliegen haben. Das ist deine Schuld. Mutter, nein. Geht weg, das ist ein emotionaler Moment hier. Nein, nicht sie. Warum musste sie sterben von allen Leuten? Übrigens, Anetta, es tut mir so leid. Das ist nicht fair. Doch ist es. Ich wollte ihr nur helfen. Anetta, ja, jetzt hast du ihr geholfen. Niemand hätte eurer Mutter noch helfen können. Keine meiner Taten hat je geändert, wie sie mich sah. Für sie war ich nur ein verfluchtes Kind. Bis zum Schluss. Liebes, man kann niemanden retten, der sich gegen den Wandel wehrt. Eure Mutter hat lange vor eurer Geburt entschieden, wer sie sein wollte. Die Stimmen. Jetzt sind sie still. Immer noch. Ich muss jetzt gehen. Willst du mal meine Stimmen hören? Ja, genau, der hieß Roberto Blanco. Ah ja, genau. Ja, ich würde schon sagen, der Daniel kennt den nicht.
Der Daniel kann sich an Schwarze nicht erinnern. So. Nee, das nicht. Fort. Ihr werdet sie nicht wiedersehen. Mom, sie waren hier. Brief für euch hinterlassen. Da, auf dem Tisch. Oh. Hier. Es tut mir leid, dass ich mich nicht konnte. Hat aber ganz schön lange gedauert. Stimmen rief mir zu. Steigt schon die nächste Quest. Ich habe Goliath gebeten, die Leiche meiner Mutter. Aber wo wollte ich denn jetzt hier nochmal lang auf dem Brettchen? Sie hat nur kurz Intelligenz will ich nicht. Schädlichkeit will ich nicht. Wo ist Stärke? Ihr habt mich so oft vor Gefahren beschützt. Ja, jetzt ist Stärke, aber da komme ich nicht voran. Ein Mädchen, das ihr kaum kanntet. Ich verspreche, dass ich diese Chance nutzen werde, die ihr mir gegeben habt. Ich weiß, es ist. Ja, wir machen sowas. Wir sind Helden. Nehmt das als Andenken. Von ganzem Herzen. Immer da lang. Danke. Okay. Mal bekommen. Ein Amulett. Anetas Andenken. Scheiße. Direkt die nächste Quest von der an. Also, ich habe solche gar nicht gesehen. Die Kultisten, die dieses Gebiet heimsuchen, glauben, durch Rituale und Opferungen könnten sie als Nangari wiedergeboren werden. Der Gedanke ist natürlich lächerlich. Die Nangari scheren sich nicht um Verehrung. Aber vielleicht ein alchemistischer Prozess. Im Sumpf liegt eine mächtige Nangari-Totenbeschwörerin. Bringt mir das nekrotische Fleisch von einem ihrer Diener und etwa Schlangengift. Na, findet die doch einfach nur. Die hat einfach nur Hunger. Okay, da ist er auch schon wieder voll abseits vom, wo wir hin müssen. Also, ja, muss sie halt noch ein bisschen hungern. Da haben wir noch eine Quest auf dem Weg. Abgenutztes Abbild bringt Timuri, die abgenutzte Timuri-Puppe. Alles klar. Daneben. Wenn man sprintet, dann haut die Gegner um oder so, ne? Ja. Ich weiß nicht, das macht ein bisschen Schaden. Ne, ich glaube nicht. Obwohl, ne. Ne, sehe ich nicht. Neues Intro-Thema wieder. Ja, ich höre es auch. Timoe. Haben wir die Quest schon erreicht? Der hat eine neue Quest. Warum sieht diese Puppe so aus wie ihr? Was ist das? Ein Totem? Kommt her und lasst mich sehen. Lass mich mal einen Nagel reinstechen. Aha. Es ist nur eine gewöhnliche Puppe. Warum sagt ihr das nicht gleich? Nun. Was soll ich denn das wissen, du Blittchen? Sie ist ich. Ich habe sie vor langer Zeit für jemanden gebastelt. Und ich bin du. Kind. Vielleicht. Vielleicht mein kind. Ja, sie gehörte was? Meinem Kind. Und sie hatte noch so eine, die genau wie sie aussah. Passend, dass der Sumpf mir diese Puppe zurückgebracht hat. Nach all der Zeit. Vielleicht bringt er auch sie. Ja, deine Tochter kriegst du nicht zurück, aber die Puppe. Vielleicht wird die Puppe irgendwann zum richtigen Kind. Das ist nicht Pinocchio. Verdammt nochmal. Timoe, geht es euch gut? Ganz bestimmt nicht, die hat eine Puppe. Ich hab mich nur überanstrengt. Ich packe, weil ich meine Nachbarn besuchen will. Sie sind schlimmer dran als ich. Die armen Seelen. Infiziert. Verlassen. Sie müssen im Sumpf umher wandern, bis er sie holt. Wenn ihr schon hier seid, helft doch einer alten Frau. Bringt diese Vorräte Baridan, Duraya und Raldi. Nein. Behandelt sie gut, sonst wird der Sumpf es erfahren. Wer sind diese Leute? Der Sumpf kann nicht mal. Ach. Ich glaub nicht an so einen Scheiß. Mach da ein bisschen mehr. Ich glaub nicht an Sümpfe. Ja, dann müssen wir mitnehmen. So eine Truhe.
Findet Baridan, Duraya und Raldin. Also direkt hier eine Wecke. Ah Gott. Tun wir mal deine Nachbarn besuchen. Au. Was ist das denn für eine krasse Nachbarschaft hier? Hier ist jemand. Was ist los? Keine Ahnung, verschluckt. Doch Schluck auf, hast du. Warum blutet die Schlange da? Oh, jetzt ist sie tot. Hast du sie umgebracht, Daniel? Ja. Der wird ihn schlucken. Ist nie weit von der Hütte der alten. Mir geht's blendend, lass mich in Ruhe. Und was Raldin angeht, wer weiß, ich bin nicht seine Mutter. Wer ist er denn? Komm her, Schlange. Oh, Engelshauch. Oh, was ist das denn? Ist das? Ich habe Engelshauch kaputt gemacht und irgendwas bekommen. Ich auch. Weil da so viel Blut in diesen Schlangen drin ist. Ja. Ich gehe mich kurz heilen. Kommt ihr noch mehr? Okay. Ich bin. Ja. Ja, ich bin noch Baridan. Ich danke euch. Und dankt auch Timoel für mich. Ohne diese Kräuter vergehen die Tage wie Jahre. Tut mir leid. Es muss euch nicht leid tun. Ihr Sorry. Könnt friedlich sein, cool Story, Bro. Hat. Aber genug davon. Ihr solltet Raldin im Nordosten besuchen. Er ist ein guter Junge. Ayo. Boah. Ich muss warten. Ach, ich habe einen gehabt. Gott. Ein seltsames Gift. Was ist das? Schon wieder ein neues. wie viele Missionen haben wir eigentlich jetzt? Ich habe 16 von 20. Ah. Der hat die Vase kaputt geschossen, kann er sagen. Aber nein, er ist ein Schurke. Hey, yo, was geht, Raldin? Haben sie euch verletzt? Nein, ich habe meinen Bruder gesucht. Er ist auch krank. Ich habe ihn seit Tagen nicht gesehen. Ich hatte Angst, ihm wären Wurzeln gewachsen. Sie haben mich angegriffen, versucht mich zu verschleppen. Einer von ihnen hat... Ihr könnt ja in diesen kleinen Sumpf leben und euch tagelang nicht sehen. Keine Sorge, ich werde dem nachgehen. Ja, sagt der Erinnerer. Auf der Spur.
So. Na, warte mal, wir müssen zu der einen wieder zurück. Wo wir gerade die Mission angenommen haben. Quest, oder? Timeo. Wollt ihr diese Führer mit seltsamem Gift haben? Was haben wir diesmal? Eine kuriose Art von Gift der Nangari. Ich verstehe. Wisst ihr, das ist ihre Gegend. Wir alle kamen von woanders hierher. Doch sie nicht. Nicht einmal ich weiß, wie lange sie schon hier sind. Oder wie sie entstanden sind. Das ist ihre Bude, ja. Dieses Gift ist klar, weil der Nangari, von dem es stammt, kurz vor der Häutung steht. Oder zumindest kurz davor stand, nehme ich an. Ihr habt ihn sicherlich getötet. Ja. Getötet wir? Ach. Natürlich. Wir doch nicht. Was ist denn Gewalt? Die saisonale Häutung bald. Diese Waffen sind nur für Schau. Haut im Haus aufzubewahren, aber nur, wenn sie nicht voll. Ich bin doch kein Abschaum. Was halten Sie von mir? Das sage ich immer. Diese Toten sind nur aus Pappmaché. Ja, da sind Pappmaché-Skelette und der Golem, der ist aus Zuckerwasser.